Und wir sind wieder da. Ich bin immer noch Hardware 97. Und das ist immer noch bei Let's Play Trauma Center Second Opinion. Die zwei anderen Schwierigkeiten. Oh, wieso immer ich? Müssen das immer so schwierige Wörter sein? Kernspintomographie. Ja, der Kernspintomographie zufolge befindet sich der Tumor isoliert im Magen des Patienten. Cool! Ich will keine Magenprobleme. Er ist gutartig, aber Sie sollten trotzdem mit allem rechnen, dass er explodiert und so. Sie wissen ja schon. Ja, so mit 2 plus 3 und mal 4 durch 8. Noch Fragen? Noch Fragen, Dr. Stieles? Dr. Stieles? nein, alles klar. Danke nochmal. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich glaube Ihnen ja, dass Sie gestresst sind, aber dies ist nun mal Ihre Arbeit. Meine auch. Laufen Sie nicht genug? Auch genug. Mit dem. Mit dir. Jetzt kriege ich Angst. Mindestens 6 ja. Stunden pro Nacht. Nein, pro Tag. Hat man Ihnen das auf der Universität nicht erzählt? Nee. Ich bin voll zickig heute drauf. Nee. Das wollte das Patienten hängt von ihr ab. Oh mein Gott. Derek, denken Sie an Ihre Nachtbesprechung mit Mr. Jenkins heute Nachmittag? Jenkins. Haben Sie den Bericht gelesen? Eigentlich noch nicht. Weil Sie sich um ihn, Dr. Stolz! Sie spielen kein Spiel mehr! Ja. Wieso? Wir spielen es doch. Ja, was denke ich auch. Boah, da kam gerade was hoch. Okay, Sie sind inzwischen 3 Jahre hier, Derek. Deine Nüsse, lass dich bitte drin! Ja. Wir sollten Sie nicht mehr babysitten müssen. Eigentlich. Das wäre wohl ein interessantes Thema für eine Forschungsarbeit. Dampfabbau. Forschungsarbeit. Ich kann nicht reden. warte. Studien zu Fachlichen und sozialen Entwicklungsstörungen bei Dr. Derek Stieles. Mit voll verrenkt. Genau. Autsch, sein Sinn ist es streng, Mary. Ich nicht, Mary. Ihr Assistent als Boys, da jetzt, das wissen Sie. Apropos Mary, ich habe mit Dr. Hoffman gesprochen. Vielen Dank. Moment, Sie haben mit dem Direktor geredet? Worüber? Keine Panik, nichts, was Sie betrifft. Juhu! Eine rein persönliche Angelegenheit, vergessen Sie, dass ich es erwähnt habe. Haben Sie einen Urlaub geplant oder so? Ich hätte auch nichts gegen eine schöne, lange Kreuzfahrt einzuwenden. Nur Sonne, Meer und... Okay, genug jetzt. Immerhin haben wir eine Operation vor uns. Richtig! Operation! Oh mein Gott! No! Ist das schon wieder ein I? Ich habe keine Ahnung, lese einfach nur unten den unteren Text vor. Okay. Beginnender Tumor. Aus. Mario aus ist halt festgestellt. Entfernen Sie zur Vermeidung eines Dimethylwechsel. Ja. Ich habe vorgelesen. Okay. Das ist mal durchgehen. Schneller! Danke. Ja, genau. Ja, so müsste jedes Let's Play sein. Mit so vielen Texten. Ah, du bist Text. Interessant. Alles Nerven, Tumor. Okay. Keine Sorge. Desinfizieren, bla bla. Bums, aufschneiden. Ja, Tod. Töten. Patient Bums, verliert. Von 99 auf 60 runter. Das EKG geht runter. Die Vitalwerte fallen. Nein, die Tatschüsse. Ich sag zwar EKG dazu, aber okay. Egal. Das EKG ist und bleibt bei mir der Herzschlag. Na dann. Oh, zufällig gefunden. Dr. Stiles. Okay, absaugen. Das kennen wir ja noch. Oh Gott, wie. Ausschneiden.
Meine Fresse ist ja verrannt. Also das kennen wir alles noch aus dem New Blood-Teil. Mhm. Daher... Ja, komm. Wenn du so viel labern würdest, dann kann ich dann auch schneller machen. Meine Fresse war die OP schwer. So, Faden war aus. Ich hatte nicht mehr genug Faden. Okay. Hauptsache der Mund ist zu. Richtig. Ob das Bein an, ob das Bein dann am Kopf hängt, ist was anderes. Das so ein Bein statt ein Auge? Ist auch was. Füße! Füße! Ah! B. Juhu, Füße. Juhu! Praktikant! Yay! Gute Arbeit zurück! Sie haben gewisse gearbeitet und den Eingriff schlecht bewältigt! Vergessen Sie nie, dass die Sicherheit des Patienten höchste Priorität hat! Schlecht! Sie arbeiten jeden Tag besser. Machen Sie nicht weiter so. Okay! Anlaufschwierigkeit erledigt. Ja. Ich würde sagen, die nächste OP verschieben wir in den nächsten Part auf, wenn das ziemlich kurz war, aber egal! Ich bin 897! Und ich sterbe. Nö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!